Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von OMSI 2, der Omnibus Simulator. Ja, ich bin wieder zurück nach einer zweiwöchigen Pause bzw. der Ausfall. Es hatte ein paar Gründe, und zwar hatte ich viel zu tun, auch arbeitmäßig und privates. Zum Beispiel Freunde treffen und alles, und deswegen hat das nicht so geklappt mit dem Aufnehmen. Letzte Woche hatte ich das Halloween Special aufgenommen. Aufnahmen ging fast 2 Stunden, und deswegen hatte ich keine Zeit mehr für OMSI 2. Tut mir leid dafür. Ja, ich würde mal sagen, wir starten jetzt voll durch wieder aus der Pause und ziehen bis Dezember ran. Und ja, ich erstelle, also zurzeit bin ich sowieso nur noch auf Trennsimulator 2015 unterwegs, weil mir das ehrlich gesagt ein bisschen mehr Spaß macht als, naja, ihr wisst schon, OMSI 2. Aber ich habe vorhin im Forum gelesen, dass es demnächst ein Patch gibt, und zwar Marcel und Janine sind dabei. Sorry, das hat jetzt ein bisschen übertont bestimmt. Ja, die sind dabei an dem Patch 2.2, darauf freue ich mich schon. Und wenn der dann funktioniert einwandfrei und es keine OMSI 2 Probleme gibt, wird es auch mehr Folgen geben. Ja, heute kommen wir auch zu einer Veränderung. Erstens sind wir hier im Baumgarten. Zweitens wollen wir heute mit dem Mercedes-Benz O530G OM 470,06 € Voltgetriebe D6. Und ein Dankeschön an J Game Pictures. Er heißt auch Julian. Und ein Dankeschön an ihn, denn ohne ihn würde ich heute nicht mit dem Mercedes-Benz O530G fahren. Mit dem Morphe Sound Mod. Dankeschön nochmal, weil, also er hat mir geholfen, er hat mir alles erklärt, und darüber möchte ich mich auch recht herzlich bedanken. Ja, nun kommen wir auch zur zweiten Veränderung heute, und zwar habe ich mir was bestellt, und das wollte ich schon lange bestellen, aber ich war mir nicht sicher, und da habe ich nochmal Next Gen Games, auch Andy bekannt, Preview-Video gesehen über den Track IR oder auch bekannt Tracker. Er hat sein Gamer-Set vorgestellt, wo ein Track Clip Pro drin ist für das Headset. Und da habe ich noch andere Videos geguckt, auch Andys Videos, zum Beispiel bei der ED2, dass es da geht. Trainsimulator geht es auch, da muss man nur aber einen bestimmten. Ja, was soll ich sagen, einen bestimmten Treiber runterladen. Ging eigentlich ganz gut. Ich habe bloß vorher Rob angeschrieben, weil ich keine Ahnung hatte. Habe ich selber rausgefunden. Und ja. Und den habe ich mir jetzt bestellt für 188 €. Plus 5 € Versandkosten, aus dem Grund, weil ich das an einem geschützten Versand angeklickt habe, statt kostenlosen Versand, weil ich wollte gerne, dass es halt sicher ankommt. Und die 5 € machen es jetzt da auch nicht, deswegen lieber sicher, als wenn es irgendwas zum Beispiel passieren sollte. Gut, ja, den will ich heute auch in OMSI 2 benutzen, und da können wir mal gleich hin, und wir sehen Kamera. Ja, leider ruckelt das ein wenig, das liegt nicht an den Tracker, denn es liegt wirklich an OMSI 2. OMSI 2. Mann,
Das ist immer blöd, wenn ein Mikro, ich habe schon weiter weggestellt extra. Ja, also mit dem Tracker kann man hier alles nachschauen, bessere Kameraperspektiven hat man hier. Man kommt sogar an den Ecken ran, wo man noch nie dran war. Und das finde ich halt sehr schön. Gut. Ja, leg dich an. 4 Minuten ist Abfahrt. Und wir geben mal gleich die Linie ein. Wir fahren die Linie 17. Ich hoffe, ich habe jetzt die Uftat der Baumgarten. Sonst kriege ich eine Macke. Fahren wir nach Musancha? Wir fahren nach Musancha, genau. Ja, ich muss mir jetzt hier noch ein bisschen klarfit über den Truck IR. Das liegt auch daran, weil ich das erstmal frisch benutze. So, Heizung an, hoch. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten einstellen in der Truck IR, aber das macht ja bekanntlich nichts. So, Motor. Hier riecht es komisch. Ja, es sieht jetzt ein bisschen scheiße aus bei euch jetzt gerade am Bildschirm, aber egal. Es kommt von draußen und mir wird es komisch. Ich habe nämlich Fenster offen. So, ich das auch an. Und dann wollen wir mal losfahren. Ja, wie gesagt, ich muss ein bisschen da herumstellen. Wir sind hier lang, oder? Wie gesagt, das erste Mal, dass ich hier richtig eine Tour fahre. Ich habe sonst erst nur bei um die 2 nur ganz kurz angetestet, ob es funktioniert. Und möge man es mir am ersten Versuch verzeihen. Wir fahren übrigens die Linie 17 vom Fleischhackerplatz nach Musanja. Und ja, also gefallen tut er mir auf jeden Fall, keine Frage. Bereut habe ich diesen Kauf auch nicht, weil ich habe den schon einige Male im Trennsimulator ausprobiert und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich kann es echt jedem empfehlen. Ja, das Lenkrad hört man leider. Ich muss mal gerade das Kabel ein bisschen einstellen. Ja, da bin ich wieder um die 2, ne? Den Super Simulator. Weil ich sagen muss, mich nervt es langsam mit Offensiv, weil, ich habe ständig diese Abstürze und das geht mir auf den Piep.
Hallo. Schön. Hallo. Guten Morgen. Ich muss mal kurz den Tracker nochmal richten. Guten Morgen. So. Guten Tag. Ist jetzt ein bisschen blöder gerichtet. So vielleicht. Hallo. Ein kleines Stück. Ja, es ist um die zwei. Das ist ein bisschen schade, dass es so ruckelt. Sehr schön. Wie gesagt, ich hoffe mal, es dauert nicht so lange, bis dieser Patch rauskommt. Und ja, ist alles gut. Wie gesagt, sorry. Bro, ich muss es ja so vorkommen, dass es euch schlecht wird, ne? Ja. So. Ich bin ehrlich gesagt... Schlechten ersten Unfall. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe sehr lange nicht mal mit Omsi gespielt. Ehrlich gesagt fast gar nicht mehr. Seit Wochen nicht mehr. Mit dem Lenkrad gefahren auch nicht. Weil mich das ankotzte mit den Abstürzen und... Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch... echt nervig. Ja, und wenn dann ein Stau, da ist bestimmt wieder so ein scheiß Technikfahrzeug liegen geblieben. Fahrgäste. Ja. Sieht gut aus, ne? Kleine Info noch. Ich probiere gerade zum ersten Mal den Track Clip Pro aus. Ich habe mir bisher nur den Track Clip nur probiert und da hatte ich schon einige Einstellungen, ich kann obwohl schlecht Kopfhörer und mitzufahren, das ist ein bisschen blöder und darum muss ich noch ein bisschen Kopfhörer gerät. Hier ist ein scheiß Bus widerlegen, ich hasse das. Jedes Mal. Übrigens früh am Morgen um 7.26 Uhr. Bei der nächsten Aufnahme wird das ein bisschen besser sein mit dem Tracker. Weil da habe ich das ein bisschen konfiguriert. Ne? Ich bin ein bisschen ruhig, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass um die zwei abschmiert. Weil es ist ein bisschen beschissen, wenn das abschmiert, oder? Ja, und mein Lenkrad hört man auch leider. Kann ich nicht vermeiden. Es tut mir auch leid, ich hab halt so einen. Und dann ist es leider durch. Guten Tag.
Hallo. Morgen. Eine Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke. Einmal normal, bitte. Wie gesagt, das Ruckeln geht mir ziemlich auf den Sack. Und deswegen ist es ein bisschen komisch mit dem Trucker. Beim Trennsimulator hatte ich keine Probleme, weil es nicht ruckeln tut. Und der lief so perfekt, also es ist Wahnsinn und es macht auch viel Spaß. Aber wenn du bei Omsi bist und es fängt an zu ruckeln, und zwar ständig, ja, dann, ja, wie soll ich sagen, das geht einem auf den Zeiger, ganz ehrlich. Nach Schrank gekommen.